Leute, herzlich willkommen bei Kripus Outdoor. Heute möchte ich euch mal einen kleinen Rucksack vorstellen. Das ist so ein No-Name aus China. Der kostet irgendwie um die 14 Schweizer Franken. Dann kommt noch Zoll und Verpackung dazu. Also alles in allem vielleicht 20 Franken. Ich werde euch den mal schnell kurz ein wenig vorstellen. Es ist ein Rucksack, schön oliv. Volumen um die 20, 25 Liter, hat ein großes Hauptfach, ein kleineres Vorderfach, ein ganz kleines Fach und dann noch das vordere, dann ein Riemen. Da muss ich übrigens sagen, man merkt die Qualität, weil bei den Riemen hier wurde nichts vernäht, also das heißt, er fliegt einfach raus und dann ist er offen. Ist ein wenig ein Schwachpunkt. Auch ein Schwachpunkt, finde ich, ist hinten das Tragesystem. Das wurde einfach so eine Schulter, ein Schulterpolster, ziemlich dünn, oben mit drei so Ringen eingefädelt. Ist zwar in der Höhe verstellbar, aber ja, ich glaube jetzt für 20 Liter sollte es machbar sein. Es hat einen Schnellverschluss, um den Riemen zu öffnen. Ist auch ein wenig praktisch, aber bei diesem Gewicht habe ich das Gefühl, sollte es eigentlich gehen, wenn man ihn normal auszieht. Auf der Rückseite hier ist auch noch ein kleines Fach. Da könnte man noch eine Isomatte oder so reinpacken, Regenschutz, das Kleines. Dann, wie wir sehen, hat es Molle-System. Hier auf der Seite, hier vorne, hier oben mit Klett und auch hier zwei Halterungen für Molle. Das kleine Fach, da ist genau richtig für so kleines Zeug, Feuerstarter und so. Ist noch praktisch. Hier im mittleren Fach kann man auch ein kleiner Hobo oder so reintun. Dann hat es auch für Kugelschreiber oder so ein kleines System. Könnte vielleicht auch noch praktisch sein. Dann, wenn wir zum Hauptfach gehen, haben wir auch wieder ein kleines Fach mit Netz und sonst eine kleine Tasche. Auch hier geht bis zum Boden runter. Ideal für Erste Hilfe oder vielleicht etwas Hygienezeugs. Hier ist nur jeweils ein Reißverschluss und beim Hauptfach haben wir einen doppelten Reißverschluss. Können wir öffnen bis ganz unten, kann den Rucksack schön runterlegen. Auch hier ein Netzfach, genug Platz. Auch hier auf der Innenseite. Auf der Innenseite hier ein kleines Fach mit Reißverschluss, Schlüssel, Geldbörse und so zu verstauen. Das Ganze auf der Innenseite ist ein wenig plastifiziert. Könnt ihr mir vorstellen, gegen den Regen, die Nässe und so, nicht unbedingt unpraktisch. Aber lange halten wird es nicht, weil bei den Nähten und bei den Falten fängt es schon an, sich zu lösen. Die Nähte sind, muss ich sagen, auf den ersten Blick nicht schlecht vernäht. Das ist positiv. Wir haben hier oben einen Haltegriff, um ihn zu tragen. Und auf der unteren Seite hier haben wir noch zwei Flaschen, da könnte man etwas reinstoßen auf der Seite zum Komprimieren. Und ja, das war eigentlich schon alles. Hier noch vielleicht, da haben wir auch noch zwei auch eingepumpte. Tragekomfort für einen kleinen Rucksack nicht schlecht. Ich sage, man füllt ihn ja auch nicht bis oben. Aber ja, mal sehen, wie lange er hält.
Bei 20 Franken kann man nicht viel falsch machen. Sehr wahrscheinlich kauft man zweimal, aber wenn er einen Moment hält, ist das schon so. Okay, das war's eigentlich schon. Mehr ist nicht dran. Danke fürs Zusehen. Tschüss.